Okay, nun beginnen wir mal den Umbau. Ich hätte mir schon auf der anderen Seite überlegt, also als ich eine Seite gemacht habe, den Panzer nicht auseinanderzuschrauben. Es geht auch so, ja. Zuallererst muss man die Kette lösen. Das ist bei diesen Plastikketten ganz easy. Muss hier so ein bisschen überhebeln, im hinteren Rad am besten. Ja, no. Wie bei einer Fahrradkette und dann lässt es einfach nach. Schon mal, kann man das Ding abnehmen, ja. Okay. So, nun haben wir die ganzen Rädchen hier. Jetzt überlegt man sich, was machen wir zuerst ab, ja? Ja, ich hätte ja schon vorher bemerkt, dass es irgendwie schwierig ist, die Laufräder auseinander zu trennen. Die reißen dann kaputt und ich habe dann einfach die Schrauben, die ein bisschen versteckt sind, aber wo man doch ganz gut rankommt, einfach so rausgedreht. Ja? Das will ich jetzt auch wieder machen, weil da bleiben die Sachen erhalten und man kann die als Ersatzteile für die anderen Panzer oder für die anderen ja, benutzen. So. So, als erstes löse ich nun das Leitrad, wie man sagt. Schön vorsichtig drehen. Ja, man weiß nie, wie fest die Jungs das angezogen haben, aber es kommt. Ja. Relativ simple Befestigung. Nur ein Schräubchen, wie die Scheibe, nicht vergessen. So. Das lege ich mir dann extra dann irgendwo hin, ne? Damit ich immer einen Vergleich habe. So, jetzt habe ich ein bisschen Platz. Und nun werde ich den Stoßdämpfer hier lösen. Ja. Hier ist das Ding. Ja. Ganz einfache Aktion. So, na gut. Jupp. Alles immer schön zusammenlegen. Und das brauche ich gar nicht lösen. Jetzt werde ich einfach hier mit einem kleinen Imbusschlüssel das erste Rad abmachen. Okay? So. Jetzt haben wir hier den Stoßdämpfer mit dem ersten Laufrad abgebaut. Ja. Das lege ich mir einfach so hin, dass ich hinterher beim Zusammenbau des anderen da keine Probleme habe und zur Not die Schrauben nehmen kann. Das ist diese kleine Schraube, die manchmal nicht hält. Ich versuche die da ganz, ganz vorsichtig rauszukriegen. So. Bei den anderen Laufrädern ist es ganz easy. Wie gesagt, ich will sie ja kompakt und ganz haben und ich quetsche da so ein bisschen Imbus gegen das Rad, das verbiegt sich so ein bisschen, aber ich kann dann wunderbar die Imbus-Sachen da lösen. Ja. Und es geht eigentlich kaum was kaputt. Halten, also ein bisschen gerade halten. So. Und so kann man einen nach dem anderen abschrauben. So. Papier sind nun Federn drin, ja, auf dem zweiten Laufrad. Die sind aber unten im Chassis, also keine Angst. So, jetzt brauche ich erstmal alle ab. So, hier sind nun alle Laufräder ab, ja. Bis auf das Antriebsrad hier noch. Ja. Ist aber auch kein Problem. Geht auch mit dem Imbus sehr locker runter. Und der passt. Ja. Wir müssen abziehen. So, kein Problem, ja. So, nun haben wir hier so ein Ding ohne Räder. Hier oben, die kleinen,
Laufräderchen. Da hatte ich vorher versucht, irgendwie mit dem Schraubenzieher das auseinander zu hebeln, um da ranzukommen. Besser ist, wenn man mit dem Finger einfach runtergeht und das Ding rauszieht. Ja, ist nicht ganz einfach, aber... Hups, anscheinend geht's doch nicht.